Promi-Geflüster heute wieder von zu Hause aus dem Office, aber wir haben uns mal wieder ein schönes Bild hinten reingeblendet und wer es vielleicht sehen kann oder erahnen kann oder das Bild vielleicht kennt, ich muss ein bisschen rüber, genau, der sagt natürlich, klar, das ist doch das Schloss Mespelbrunn, das kennt man natürlich aus vielen Verfilmungen, so in den 60er, 70er Jahren mit Lieselotte Pulver, das Wirtshaus im Spessart, Spuckschloss im Spessart. Und im Spessart, da ist mein heutiger Interviewgast zu Hause und ich sage einfach mal Hallo und herzlich willkommen, den Markus, er darf jetzt dann gleich sich mal komplett vorstellen. Matthias. Und der Matthias, genau. Entschuldigung, genau, Matthias. Etze. Servus, hallo, grüß dich. Hallo, grüß dich, Frank. Du bist jetzt ja hier sozusagen in der Räuberschenke. Das ist war das, wo man da gerade den Turm da gesehen hat, da in der Ecke da, gell? Ganz genau, da links, also von mir aus gesehen links das kleine Häuschen. Du weißt ja, die Räuber, die dürfen nicht ins Schloss, sondern die Räuber sitzen dann in dem kleinen Häuschen links unten. Alles klar. Okay, soweit da dazu. Also, Matthias, hier der Spessart-Taler, Spessart-Räuber. Ja, du machst Musik und wie lange schon? Also Musik mache ich schon seit meiner Kindheit, als kleiner Bub, dann in verschiedenen Formationen mit verschiedenen Bands aufgetreten und dann war eine Zeit lang, waren die Spessart-Taler, wie du gerade eben schon gesagt hast, da waren wir auch ja, bei Eva Herrmann war in der Schlagerparade der Volksmusik und so weiter, haben dort Musik gemacht und die hat sich aber dann zerschlagen, die Band. Und vor 5 Jahren haben wir dann den Spessart-Räuber und seine Bande gegründet und machen seitdem auch eigentlich nur noch eigene Musik. Also wir wollen nicht in den Festzelten rum und Johnny Depp oder sowas spielen, sondern wir wollen unsere eigene Musik machen, unsere eigenen Texte, unsere eigenen Lieder. Mhm. Sehr gut, ja, und Spessart, Räuber, Spessart, Räuber, man kennt es der Sage nach, denke ich mal, oder was gibt es da für einen Mythos oder für eine Geschichte drumherum? Warum sind da so viele Räuber im Spessart? Ja gut, der Spessart ist eigentlich, war früher eine recht arme Region und es ist ja das größte zusammenhängende Waldgebiet Europa, also zusammenhängende Waldgebiet. Und wir haben auch viele, ich sage mal, so Glashütten da gehabt und so viele kleine Ortschaften in den Wäldern. Also die Leute waren arm im Spessart. Und von Köln Richtung München, die heutige A3, das war ja eigentlich die Handelsstraße. Also man ist dann, musste durch den Spessart und der ein oder andere Spessarträuber, also das ist kein Mythos, sondern das ist wirklich die Wahrheit, da wurden die Kutschen einfach überfallen und man hat sich halt das geholt, was man gebraucht hat. Mhm. Das war wirklich so. Okay, ja, der Spessart liegt ja schön an der Grenze, so Bayern-Hessen zu, genau. Im Süden grenzt noch ein bisschen Baden-Württemberg mit an und Dreiländereck. Ja, das ist so die Ecke dann, plus ja, so ja, ganz grob, genau. Ja, Spessart Räuber, so nennt ihr euch und ihr habt ja, wie du sagst, eigene Musik, die ihr jetzt macht und die Jungs selber drumherum, ja, das sind alles Profimusiker, oder? Das sind alles Profimusiker, genau. Also wir haben uns dann kennengelernt, man ist in der Branche tätig, der eine kennt den anderen von irgendeiner Band und so weiter. Und meine zwei Kollegen, der Sven und der Jochen, die beide haben eigene Studios, die produzieren auch Werbespots und so weiter. Und ich schreibe viel Texte und so entsteht dann zusammen ja ein Lied. Mhm. Ja, jetzt, wie gesagt, am Anfang haben wir es gerade schon gehabt, ihr wart auch schon, also mit deiner damaligen ersten Gruppe, wart ihr ja in den ganzen volkstümlichen Sendungen in den 90er Jahren, die es damals so gab noch, angefangen hier von der Schlagerparade der Volksmusik in Baden-Baden bis hin nach MDR, die ganzen Musiksendungen, Musikantenschenke und so weiter. Was hat sich jetzt musikalisch gewandelt eigentlich? Vom volkstümlichen, sage ich jetzt mal, früher war es da doch schon ein bisschen so das volkstümliche Schlager und was ist es jetzt? Ja, das ist ja genau der Punkt, das ist ja die Schwierigkeit. Wir haben gesagt, also wir können das Rad nicht neu erfinden, aber wir wollen uns irgendwo abheben von der Musik. Und
Wir haben einen Titel geschrieben, der heißt Ich bin frei. Wenn man den mal hört, dann spürt man, okay, das ist eine Mischung aus allem. Also es ist nicht diese typische Schlager- oder volkstümliche Art, sondern es ist so ein bisschen irisch Folk dabei und also gemischt. Also wie gesagt, wir können das Rad nicht neu erfinden, aber ich glaube, wir heben uns ab. Ich meine, ich weiß nicht, ob du schon gehört hast, aber wenn du es mal hörst, wirst du sagen, ja, doch, richtig. Es hat was. Ja, ich habe schon ein bisschen reingehört, genau, ihr seid ja auf Spotify und ja, den sozialen Netzwerken überall gut vertreten und zu finden. Also Spessart Räuber und Band oder und Bande oder seine Bande, ja, genau, und seine Bande, ja. Richtig, dann findet man da schon einiges, das ist richtig, genau, richtig, ne, und ich muss sagen, es ist, hebt sich doch ein bisschen ab, es unterscheidet sich, genau. Genau, nichts gegen die Kollegen jetzt, aber es ist einfach so, wenn man jetzt Volksmusik oder Schlager hört, man hat manchmal das Gefühl, man hört immer wieder das Gleiche oder so. Mhm. Und das ist genau dieser Unterschied. Man kann einfach sagen, okay, früher kam mal dieser Volksrock, wo dann irgendwann einmal die E-Gitarre und der Elektrobass oder verschiedene Instrumente ineinander verschmolzen sind. Und so ähnlich wollen wir verschiedene Genres miteinander verquicken. Also wir versuchen es zumindest, einen Hit zu schreiben, Frank, das weißt du selber. Ein Hit kann man nicht schreiben, sondern ein Hit entsteht. So und wir versuchen es natürlich mit jedem Lied, das wir machen, dass wir da mal einen Hit irgendwo, aber am meisten wollen wir, sagen wir mal, mit den eigenen Texten einfach punkten, wo man einfach sagen, in dem Text kommt vor, ich bin frei wie der Wind, ich bin frei wie ein Kind. Und das ist auch, glaube ich, das, was die Leute hören wollen, wo sie sich selber sehen. In der heutigen Zeit, wir werden zu beflutet mit Informationen und Computer und wenn man mal eine halbe Stunde sein Handy nicht am Mann hat, dann kriegt man ja schon Puls. Entzugsentscheidungen, ja. Genau. Und dann glaube ich, gibt es nichts Schöneres, wie wenn man einfach dann mal hört, ich bin frei wie ein Kind, ich bin frei wie der Wind und ist einfach mal, taucht einfach mal ab, eben in die Natur, mal raus aus dem Alltag. Genau. Der Spessarträuber, genau, und seine Bande. Da gibt es jetzt auch gerade jetzt am Wochenende eine ganz, ganz tolle Sache. Wir dürfen als Erster, kann man sagen, schon heute am Freitag darüber berichten. Und zwar, ihr seid in einer speziellen Sendung wieder dabei, die am Wochenende, natürlich am Sonntag, morgens um 10 Uhr startet. Das ist ganz klar, die ARD. Stefan Ross, erzähl mal, was habt ihr, wo seid ihr? Ja, wir dürfen bei immer wieder sonntags dabei sein, bei Stefan Ross am Sonntag früh, wie du schon sagtest. Und das freut uns ja unwahrscheinlich, weil genau mit diesem Titel, ich denke mal, die hätten den Titel nicht genommen, wenn er nichts gewesen wäre. Wir hoffen natürlich, dass wir jetzt auch das Publikum überzeugen von dem Titel. Und dann schauen wir mal. Also wenn die Leute anrufen für uns, dann wären wir eine Runde weiter. Würde uns natürlich freuen. Genau, jetzt ist ja gerade sowieso dann die Halbzeit. Das heißt also, wenn es funktionieren sollte, und da werden wir jetzt natürlich nochmal ganz großen Aufruf dann starten, den können wir nachher alle nochmal separat sehen, da machen wir nochmal was. Und dann wäre natürlich der bisherige, der jetzt schon 6-mal dabei war, leider wieder draußen. Ja. Das ist das Schlimme dabei, genau, ja. Aber ich sage mal, es ist wie beim Fußball. Man kommt dann vielleicht ins Finale und fliegt dann raus. Es ist immer bitter. Richtig. Ja. Aber ich denke mal, so. Ich denke mal, Musik, die verbindet und Musik ist überall schön und in jeder Richtung. Kommt immer auf die Stimmung ein Stück weit an, das ist auch klar, ne? Und genau. Von daher, klar, finde ich es, darf man da jetzt nicht unbedingt dann traurig sein im Nachhinein. Also. So denke ich immer wieder. Ja. Genau. Richtig. Was macht ihr denn? Wir hatten eigentlich vor Corona, sag ich mal, hattest du mich schon mal angefunkt. Da wollten wir schon was machen. Dann, ja, leider, dann kam die Krise. Die ist wahrscheinlich bei euch auch spürbar, ne? Und dann, ja, jetzt haben wir uns jetzt wieder zusammengefunden. Aber jetzt in der Zeit, was ist bei euch passiert? Ja, in der Zeit ist, also wir hatten ja eigentlich vor, im April oder beziehungsweise im 1. Mai ein Album rauszubringen. Wir haben viele neue Lieder gemacht. Das ist ein ganz tolles Album. Viele Geschichten um den Spessart herum. Du stehst treu an meiner Seite. Der Schinderhannes, also ein ganz bekannter
Räuber und so weiter. Also ganz viele Geschichten, und das wäre das neue Album gewesen, wenn wir es, also, aber wir haben uns entschieden, das eben nicht jetzt zu diesem Zeitpunkt rauszubringen, und wir werden es dann im Herbst auf jeden Fall rausbringen. Genau steht es noch nicht fest, wann, aber ich denke mal so September, Oktober, irgendwann werden wir es dann auf jeden Fall rausbringen. Es ist eigentlich fertig, es war halt Corona. Und ja, deswegen haben wir gesagt, das machen wir nicht. Wo sind denn sonst so eure Möglichkeiten aufzutreten? Wo findet man euch denn, wenn jetzt nicht Corona wäre? Ja, wir haben, wie gesagt, also wir haben uns speziell gesagt, wir wollen nicht unbedingt, wir haben natürlich auch in ein paar Festzelten gespielt, aber da kommt ja genau immer dieses Thema, wenn du auf so einem Volksfest spielst, dass eben die Leute, die wollen dann die Partymusik, die Mallorca-Hits und so weiter hören. Und deswegen haben wir gesagt, wir nehmen die gar nicht an. Wir wollen jetzt mit unserem neuen Album und mit den Liedern, wollen wir jetzt eigentlich in verschiedenen, wie nennt sich's wieder, in verschiedenen, wie ja, verschiedene Tourneen und so weiter versuchen reinzukommen und einfach nur noch die eigenen Lieder machen. Es wird schwer, klar, das ist logisch, aber ich glaube, die Leute, die spüren das, was wir für Musik machen, und dann werden wir auch die ein oder andere Tournee, vielleicht erstmal kleinere Tournee und hoffentlich dann auch mal bei größeren Tourneen irgendwo dabei sein. Also wir wollen dann auch jetzt Live-Konzerte mit nur eigener Musik geben. Ja, klar. Es ist gerade auch in den Medien immer schwieriger geworden. Du weißt es ja selber, wenn du jetzt ja auch beim Radio bist, da ja, ist ja so diese volkstümliche Schiene sowieso schon mal komplett weggefallen, kann man sagen. Die findet ja kaum noch statt. Und wenn dann überhaupt, dann nur Schlager noch. Ne? Und ja, also im Radio, sage ich mal, nicht ganz einfach. Oder wie siehst du die Situation? Naja, wir waren jetzt zum Beispiel letztes Jahr bei Radio B2 in Berlin. Da wurden Titel von uns gespielt, echte Freunde und solche Geschichten. Also kam gut an. Also es gibt schon noch ein paar Radiosender natürlich. Wir haben ja auch viel Internet-Radiosender, Facebook, Social Media, alles was es gibt. Ich denke, es ist noch trotzdem noch genug Platz da. Okay. Und man weiß ja nicht, vielleicht geht es auch wieder ganz andersrum. Die Zeiten ändern sich ständig. Wer hätte vor einem halben Jahr dran gedacht, dass wir so eine Krise bekommen? Keiner. Und so kann es sich ja natürlich in der Musikszene auch immer wieder mal verändern. Ja, ganz klar. Die Social Medias natürlich bieten auch einiges, wie du gerade auch schon gesagt hast. Wo seid ihr denn da zu finden? Wie kann man euch denn erreichen, sozusagen, als Fan? Ja, natürlich auf allen Plattformen, die es gibt, also Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, also alles, was es gibt normalerweise. Und wenn es irgendwas noch gibt, wo wir nicht drauf sind, dann einfach schreiben und dann gehen wir da auch noch drauf. Okay, Spotify, Instagram, YouTube, also die ganze Bandbreite. Genau. Ja. Genau. Darauf sollte man ja nicht verzichten, genau. Jetzt nochmal euer Titel, der am Wochenende sozusagen in den Startlöchern steht, lautet wie nochmal, den nochmal gut abspeichern und merken, dass man auch richtig anruft. Ich bin frei. Ich bin frei, genau, so heißt er. Und ist aus dem wievielten Album, wie viele Alben habt ihr denn schon? Ja eben, uns gibt es ja noch nicht so lange, deswegen wird jetzt erst das erste, wir haben jetzt nur Singles bisher gemacht, okay. und jetzt kommt eigentlich erst das erste Album, also jetzt geht es eigentlich erst richtig los. Jetzt. Und das ist das, was uns ja auch so freut, dass wir eigentlich jetzt mit einem Lied, das wir gemacht haben, jetzt schon zu Stefan Ross gekommen sind. Also denke ich mal, so viel können wir nicht verkehrt gemacht haben. Nö, richtig, ganz genau, das denke ich mal, das passt, ja, richtig, ja. Sehr schön. Gut, dann haben wir doch schon ein bisschen was erfahren über den Spessarträuber und seine Bande. Die werden wir dann alle am Wochenende hoffentlich sozusagen zu Gesicht bekommen, im Fernsehen natürlich erstmal und dann hoffentlich in naher Zukunft auch mal persönlich, hoffe ich doch. Vielleicht reicht es ja auch zum Jahresende, beziehungsweise zum Saisonende von Immer wieder Sonntags. Vielleicht seid ihr ja dabei. Liegt an den Zuschauern. So ist es, genau. Sehr schön. Prima. Dann, wie gesagt, sage ich schon mal herzlichen Dank, dass du kurz Zeit gefunden hast, hier bei Promi-Geflüster mal vorbeizuschauen über unsere Skype-Interview-Plattform, weil anders
geht es ja momentan leider noch nicht wirklich. Also ja, groß raus dürfen wir ja selber auch noch nicht. Das ist ja immer das Problem, ne? Genau. Ich sage natürlich vielen Dank, dass ich da sein dürfte, weil ich fühle mich wirklich wie zu Hause. Also wenn ich das Bild hinter dir angucke, es fasziniert mich schon die ganze Zeit. Ich fühle mich mittendrin, ich sitze hier drin, es ist wunderschön. Vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Bitte gerne, keine Ursache. Und wie gesagt, wenn es wieder was Neues gibt, einfach melden. Wir bleiben in Kontakt und ja, drück ganz fest die Daumen fürs kommende Wochenende, für den Sonntag. Also ein Anruf machen wir auf alle Fälle. Einmal darf man ja, glaube ich, eh immer nur anrufen. Das heißt, nee, ich habe das Handy und das Festnetz. Zwei Stimmen kommen auf alle. Zwei Stimmen. Die kommen auf alle Fälle. Sehr gut. Okay, vielen Dank. Alles und Gute. Grüß deine Kollegen ja. Schön. Ja, danke dir. Mach's gut. Jo, danke. Tschüss. So.